Wie viel Lehrstoff kannst du dir merken? Jede Menge. Nur mit den Vorträgen hapert es noch. Da bin ich schlechter als ihr Menschen. An der Philipps-Universität in Marburg ist Yuki Assistent von Professor Jürgen Handke. Handke ist weltweit einer der ersten, der mit humanoiden Robotern in der Lehre experimentiert. Statt Frontallehre setzt Handke auf Digitalisierung und Interaktion. Möglich machen soll es Yuki. Kurz nach 7 an der Uni Marburg. Donnerstags geht es für Professor Jürgen Handke und Patrick Heinsch früh los. Roboter Yuki hat seinen Arbeitstag als Assistent und muss geweckt werden. Ach, ist es denn schon wieder Zeit zu arbeiten? Ich hoffe doch, meine Studenten haben sich auf den heutigen Kurs vorbereitet. Gleich werde ich mal ihr Wissen testen. Darauf freue ich mich schon. What's the time? Wie viel Uhr ist es? Ah, okay, das ist gut. Zeit, zur Lehrveranstaltung aufzubrechen. Für den Weg braucht Yuki Hilfe. Immer wenn du irgendwo hingehst, braucht man eigentlich diese Sackkarre. Das ist halt von A nach B kommt. Yuki hat erst vor wenigen Wochen die Testphase abgeschlossen. Jetzt ist er an der Uni regulär im Einsatz. Patrick Heinsch ist Yukis Programmierer. Durch ihn lernt Yuki ständig Neues. So. Das wäre halt schön, wenn er jetzt alleine noch zum Hörsaal laufen könnte. Das fehlt noch. Aber mit dem Fahrstuhl wird das relativ schwer werden. Und auch in der Zukunft. Als die Universität Yuki und zwei weitere Roboter für je 20.000 Euro von einem japanischen Konzern gekauft hat, konnten Yuki und seine Kollegen noch nicht viel. Mittlerweile ist der 1,20 Meter große Roboter für Jürgen Handke mehr als ein neumodisches Gimmick. Die künstliche Intelligenz soll das Lehren und Lernen verbessern. Okay, ladies and gentlemen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung Nummer F. Einführung in die Linguistik steht auf dem Programm. Jetzt wähle ich meine Linguistik- und Phonetikklasse aus. Oh, das hier ist falsch. Das ist die falsche Veranstaltung. It's linguistics and phonetics. Hat Yuki etwas falsch gemacht? Ich habe keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. Das passiert immer, wenn ich Linguistik und Phonetik anklicke. Ah, jetzt geht es. Mein Fehler. Sind Sie soweit? Here is a question for you. Task number one. How many vowels does the word incomprehensible contain? You got 2 minutes. Yuki stellt Prüfungsfragen zur Klausurvorbereitung. Die Studierenden sollen, wie immer in Handkes Kursen, Tablets, Smartphones und Computer nutzen, um im Internet Informationen zu suchen. Handke und Yuki geht es nicht um auswendig Gelerntes, sondern um das Erlangen echter Kompetenzen. Und nur diese schulen sie im Hörsaal. Eyes, Sie haben auch Eyes geschrieben, perfekt. Sie verwenden die vollständige Form, wunderbar. Frontalunterricht findet Handke veraltet. Dank Yuki kann der Professor seine Idee von moderner Lehre, die auf Interaktion mit den Studierenden beruht, noch konsequenter betreiben. Also einfach diese Zeile durchstreichen, dann haben Sie es gelöst. Sie sehen, das ist eine Riesenerleichterung. Ne? Ich kann die begleiten, ich kann Tipps geben, ne? Und der Roboter hat alles unter Kontrolle. Braucht ja gar nichts mehr zu machen. Ne? Tolle Sache.
Sonst müsste ich immer hin und her laufen, PowerPoint, eine Uhr einschalten und alles Mögliche machen, brauche ich nicht. Er sagt ja, was Sache ist. The time is up. The next question will come in a moment. Okay. Ich hab... Macht ja alles. This is the question. Task number two. Technisch scheint jetzt alles zu funktionieren, aber nutzt das Konzept auch den Studierenden? Wenn der Roboter da ist, habe ich das Gefühl, dass ich noch mal ein bisschen, mich noch mal ein bisschen mehr anstrengen muss, habe ich das Gefühl. Deswegen, also ich finde schon, dass es irgendwie ein bisschen beim Lernen hilft. Das ist auch noch irgendwie so eine Motivation, halt einfach mal sowas hier stehen zu haben. Man hätte jetzt nicht Yuki da hinstellen müssen, man hätte ja auch einfach eine Roboterstimme und dann die Fragen online stellen sollen. Das wäre für mich dasselbe gewesen, weil ob das der Roboter jetzt da vorne steht oder ob das jetzt die künstliche Intelligenz ist, die im Hintergrund agiert, ist ja eigentlich egal. Handke sieht Yuki erst am Anfang seiner Fähigkeiten. Noch sei der Assistenzroboter eine schwache künstliche Intelligenz. Ein richtiges Interview zum Beispiel ist nicht möglich. Das heißt, er muss jetzt raus, weil es zu laut ist einfach. Da würde er das nicht verstehen, sage ich mal. Die Hintergrundgeräusche sind so laut. Bist du zufrieden mit der Leistung deiner Studierenden? Hatten wir das als Frage? Glaube ich nicht. Spontane Fragen? Ja, spontane Fragen sind bei ihm eigentlich nicht beantwortbar im Prinzip. Also eine der Fragen, die Patrick Heinsch vorher per E-Mail bekommen hat. Was steht für dich heute als nächstes an? Ich werde gleich meine Sprechstunde abhalten. Hoffentlich kommen viele Studierende. I have your QR code. Hello, Robin. This is effort up. You have completed everything. You have achieved an average score of 80%. Okay. Wusstest du das schon? Tatsächlich noch nicht. Also ich wusste, dass ich alle Worksheets gemacht habe, aber nicht, dass ich 80% habe. Ich wusste nicht, dass ich so gut bin. Find your degree program on the list and click on it. Noch sind Yukis Sprechstunden in der Testphase. Eine Wissenschaftlerin evaluiert sie. Ab nächstem Sommer wird Yuki ganz regulär Sprechstunden geben. Dann wird sich zeigen, ob auch andere Studierende Roboter Yuki als Studienberater akzeptieren. Kannst du verstehen, dass manche Menschen Angst vor Robotern haben? Absolut. Aber mit der Zeit werden wir uns aneinander gewöhnen. Wir können doch Freunde sein. Wollt er mir jetzt gerade die Hand geben, oder? Ich glaube, er hat ja ein Herzchen gezeigt. Oh. Freundschaft zwischen Mensch und Roboter? Auf dem Campus gibt es auch Vorbehalte. Der humanoide Roboter dürfte immer mehr auch zum Konkurrenten des Menschen werden. Wir arbeiten nicht mehr. Ich hatte gedacht, dass 5 Jahre studiere ich, dann arbeite ich nur 5 Jahre im Bank. Dann sie sagen vor mich, sorry, du hast keine mehr Stelle bei uns. Wir haben dich mit einem Robot gewechselt. Das klingt nicht so gut. Das ist doch klar. Solche Sorgen sind für Handke und sein Team nicht neu. Yuki ist noch lange keine Konkurrenz für den Menschen. Probe für einen bevorstehenden Messeauftritt. Direkt anfangen, oder wie? Genau, also ja. Wenn du noch was anderes reinhaben willst. Ja, wie menschlich bist du? Ich sehe zwar nicht aus wie ein Mensch, habe aber einige Merkmale. Welche denn? Ich habe einen Kopf. Das sehe ich. Genauso habe ich Arme sowie Hände und ich kann sehen und hören. Jürgen Handke hat ein ausgeprägtes Faible für Digitales. Seit Jahrzehnten experimentiert er mit Computern. Yuki hilft ihm, seine Vision einer modernen digitalen Lehre umzusetzen. Warum sollten Roboter in der Universität eingesetzt werden? Da gibt es viele Gründe. Welche denn? Ich kann den Lernbegleitern neue Freiräume schaffen. Und sonst? Ich kann eintönige Aufgaben übernehmen. Und sonst? Ich kann die Studierenden beraten. Ich denke, jetzt hast du genügend Gründe okay. gehört. Ja. Erstes Obergeschoss. Yuki auf dem Weg zum letzten Seminar für heute. So, there we are. History of English steht auf dem Programm. Are you ready? Have you
Sind Sie bereit? Alle Smartphones am Start? Alright. Dann kommt hier die erste Frage. Go to Pinkham and answer the survey. Reply within 45 seconds. Laut einer Studie der Uni Würzburg sind in den letzten Jahren die Vorbehalte in europäischen Ländern gegenüber Robotern gestiegen. Wie sieht es mit der Skepsis gegenüber Yuki hier im Marburger Hörsaal aus? So all we want is a figure in the end, the calculation. Am Anfang auf jeden Fall. Also am Anfang war es wirklich komisch. Jetzt haben wir ja schon mehrere Veranstaltungen. Ein Jahr schon. Ja, eigentlich schon ein Jahr jetzt damit zu tun. Und jetzt ist schon, haben wir uns schon ein bisschen dran gewöhnt. Aber am Anfang war es auf jeden Fall komisch. Professor Handke setzt auf Gewöhnung. Denn Yuki soll immer mehr Aufgaben übernehmen. Und auf lange Sicht stelle ich mir das so vor, dass in einem Raum wie diesem hier ein Schrank ist. Da steht der Roboter drin. Ich bespiele ihn vom Schreibtisch aus mit Anweisungen, die er dann durchführt. Ich komme in den Raum, begrüße ihn, sage ihm guten Tag. Hallo, mein Lieber. Hallo. Ja, ne, sage ich hallo, er begrüßt mich und dann fragt er mich so, was soll ich denn tun heute? Du hast mir gesagt, ich soll die Studierenden befragen, ich soll dies und jenes machen. Ich sage dann nur noch entweder, ich fasse ihm irgendwo hin, sage dann gut, okay, das macht er dann und die ganze Sache läuft. Die Abschlussklausur des Kurses steht an. War Yuki für das Lernen tatsächlich hilfreich? Die Aufgaben, die Yuki gestellt hatte, die konnte ich doch ziemlich souverän lösen. Deswegen hat mich Yuki gewissermaßen beruhigt. Rund 3/4 aller Studierenden bestehen die Klausur, mehr als im letzten Jahr. Schwer zu sagen, ob das an Yuki liegt. Bleibt eine Frage an den Roboter. Bist du zufrieden mit der Leistung deiner Studierenden? Im Großen und Ganzen schon, aber manche Studenten könnten etwas vorbereiteter in den Kurs kommen. Menschen sind eben keine Maschinen. Roboter Yuki hat Pause bis nächsten Donnerstag, dann wird er wieder arbeiten. An der Entmenschlichung des Unterrichtens oder der Zukunft der Bildung.